So, was man jetzt eben hier gesehen hat im Cockpit auf dem Flug nach Skirtos. Hatte heute eine MS-Teams-Sitzung, wo dieser Flug eine Rolle spielte, war eine kräftige Welle, die mich gestört hat, also eine Wellenstörung in Level 370, wo eben auch der Autopilot dann etwas gemeckert hat, wir die Höhe verlassen hatten, die Wellenstörung in der Nähe des Jetstreams kommt vor. Wir haben also eine schwierige Wetterlage hier. Wir haben in Level 340, also noch Jetstream-Auswirkungen. Der Hauptjetstream liegt aber hier um die 300, da sieht man es noch mehr. Und wenn man das jetzt mal hier nochmal, die Turbulenzzonen und der Jetstream selber, gucken wir mal eben hier. Da fliegen wir jetzt gleich in die Zone rein. Also wir haben hier schon die ersten Turbulenzen bekommen. Sowas kann immer mal passieren. Und da muss man auch kräftig reagieren. Auf dem Flug nach Skirtos heute. Ich bin mal mittendrin eingestiegen für Sie. Das wollte ich Ihnen noch mal kurz zeigen. Wenn das mal wieder auftritt gleich, dann kommentiere ich das nochmal. Das ist die Zielgeschwindigkeit. Machen wir 7,8 ist die Zielgeschwindigkeit. Und das kann man hier in den Constraints ganz gut sehen. Das jetzt sieht man es nicht, aber wir können es nochmal nachvollziehen. Ja, hier jetzt nicht. Ja, den vergangenen hat er nicht mehr. Gut, dann ist das egal. Dann könnten wir es uns nochmal anschauen. Ja, hier sieht man es, ne? 8,2 ist 7,9, 8,2 soll dann die Zielmacht sein. Aber ich bin ja jetzt auf dem Punkt Oslut. Oslut gehen wir drauf. Da sind wir auf 079. Ne? Das ist die Speed Level 370, die habe ich geändert. Bei der Landung noch 3,9 Tonnen Kraftstoff. So. Ich bin gestiegen, weil wir sonst in Vereisungszone waren. Ich wollte eigentlich ein bisschen tiefer fliegen, aber so haben wir auch vom Wind her ein bisschen bessere Verhältnisse. Und hier ist unsere Position zurzeit. Debul und dann gehen wir Richtung. Das ist jetzt über den Balkan unten, Ex-Jugoslawien, Slowenien, Kroatien, glaube ich. Das dann. Und dann kommen wir langsam an die mazedonische Grenze irgendwann. Und da haben wir dann nochmal mit Wetter zu kämpfen, ein bisschen im Jetstream hier. Und ich mache mir auch nochmal die Siegmets an. Ja, da haben wir dann Turbulenzzone, da müssen wir ein bisschen gucken, ob das sich auswirkt bei uns. Müssen wir mal schauen. So. So, liebe Freunde, ich schalte mich mal wieder drauf. Mach mal meine Kamera wieder auf. Bitte verfolge mich. So, macht sie dann auch. Und wir beginnen jetzt unseren Anflug auf Skirtos. Bin ein bisschen schnell gesunken, weil ich zwischendurch Mittagessen war und das nicht riskieren wollte hier, dass ich zu hoch da reinkomme. Aber kostet es ein bisschen Sprit. So. Dann gucken wir mal hier, haben wir oben alles die Enteisung wieder aus? Ja, wir machen mal hier die Lampen an. Alle Anschnallzeichen sind an. Ich hatte vorhin zwischendurch, Sie haben gesehen, wir sind in Wolken geflogen, bin noch ein bisschen Eis. So, jetzt mal schnell hier vernünftige Settings herstellen. So. Wir haben schon Anzeige hier. Das Skirtos NDB, das ist gut. Dann wollen wir uns mal damit beschäftigen. Hier müssen wir mal. Wir können Thessaloniki, den will ich eigentlich nicht haben. Ich brauche SKP. Wir gehen mal eben in den Anflugmodus hier in der Karte rein. 1,9. Wetter nochmal eben gucken. Jetzt haben wir ausgerechnet den Wind gedreht. Na super, dann müssen wir den Anflug wechseln. Dann müssen wir die Landebahn
01 nehmen. Das macht auch nichts. Das ist hier fast Jacke wie Hose. Das muss ich hier nochmal eben umprogrammieren. Das kann ich mal eben machen. Gehen wir hier mal rein. Arrival und sagen NDB01. No Star. Insert. So. Insert. Na, komm schon. Select Heading Track First. Ja, ist klar. Der wird jetzt weiß ja nicht, was er machen soll. Na, komm. So. Haben wir. Clear. Insert. So. Passt. Gucken wir mal hin. Ja, passt. So. Dann machen wir hier SKP rein. Haben wir schon auf IOA1. Das sieht schon gut aus hier. Flight Plan. Dann gehen wir mal in die Performance-Seite rein. Sagen wir, activaten mal den Approach. Was haben wir für ein QNH? 1015. So. Temperature 16. Dann Baro für den Anflug ist 1600 Fuß MDA, 1600 Fuß. Das ist noch einer der wenigen NDB Approaches, die existieren. Und Wind müssen wir noch haben. 10 Grad, 60 Knoten, 0, 1, 0, 6 Knoten, nicht 60. So, dann haben wir alles drin. 132 Approach, 127, das passt. Voila! Dann können wir wieder das Cockpit umziehen hier. Und dann fliegen wir das mal fröhlich ab. Hier sehen wir das schon mal ein bisschen, wie das aussieht. Es ist ein Procedure Turn über das Funkfeuer sozusagen. Ansonsten so. Hier hat er das schon drauf. Ich habe das schon activated. Wir machen mal Autobrake Low. Das ist eine 1600 Meter Piste. Das ist einer. Ein sehr sportlicher Flugplatz. Ich zeige Ihnen das nochmal. Da sehen Sie es, 1600 Meter. Da gibt es auch einige schöne Videos im Internet, die dann auch recht abenteuerlich sind. Wir kommen also über Sierra Kilo Papa rein, fliegen ganz normalen Procedure-Turn und dann fliegen wir da rein. Das ist jetzt keine ganz große Sache. Also die Landung ist nicht einfach, aber es ist jetzt auch keine Mega-Herausforderung. So, wir gehen mal runter. Wir sind ja schon ziemlich nah dran. Auf 5000. QNH. 1015. Wir sind ja fast an der Transition Altitude. 15. Ist set. Autobrake ist slow. Damit ist die Checkliste für den Fall auch completed. So. Wir müssen Sierra Kilo Papa passieren in der Höhe 4000 Fuß. Das ist schon mal locker. Dann reduzieren wir unser Speed, dann macht er den Rest per Procedure und Sierra Kilo Charlie ist das NDB und dann fliegen wir schräg auf die Piste an. Und dann passt das schon. Descent nachher auf 1600 Fuß, erst auf 2000, dann in dem Turn auf 1600. Voila! So, und danach muss ich dann wieder zum Termin. Das war eigentlich jetzt für eine Videokonferenz in Teams das Ganze mal gemacht. Und das werde ich Ihnen auch anbieten, mit mir das mal zu machen. Dann können wir nämlich auch mit Checklisten und so arbeiten. Dann ist das ein bisschen professioneller. So. Meine Kamera läuft ganz gut. So, ich blende mich mal jetzt aus für den Anflug, dass Sie das volle ordentliche Bild haben und mich da nicht immer sehen müssen. Kleiner Moment. Und Action. So, haben wir. 250 ist eigentlich ganz gut. Da hinten sehen wir die Insel schon. 32 Meilen noch. Wir sind gemütlich unterwegs. Wir haben noch 3900 Kilo Sprit und 3,5 bei der Landung ist avisiert gewesen jetzt im Rechner. Das passt ungefähr. Damit könnten wir noch nach Saloniki zur Not, wenn alles schief geht.
Das ist ja um die Ecke. Passt so gerade. Ja, der Flug war vom Wetter her jetzt kein Drama, nicht? Das war es nicht. Hier haben wir Meer und hier haben wir dann die Küste von Griechenland, das sehen Sie. Und von draußen sieht das so aus. Kommt Urlaubsfeeling auf, wahrscheinlich bei Ihnen. So. Wir werden das nochmal live fliegen. So, dann gucken wir mal. Die Speedpranks. Armed. So, das haben wir. Den nehmen wir auf TA. Das lassen wir alles an. Gut. Landing License ein. Company Message. Irgendwie kriege ich hier nicht geregelt. So, wir gehen mal hier auf 20 Meilen. Hier auf 40. Das ist eine Geschmackssache, wie man das einstellt. So. Wichtig für mich ist, ich habe die beiden Peilungen, Sierra Kilo Papa und Sierra Kilo Charlie hier, das habe ich. Und wir werden dann gleich das Verfahren ganz normal fliegen, was hier auch zu sehen ist. Und sind noch bis Sierra Kilo Papa 23 nautische Meilen. Da sehen Sie auch schon die Insel. Und wir kommen gleich in die Karte rein und dann sehen Sie es nochmal besser. So, ich werde der Kabine mal Bescheid sagen, dass wir nun mal langsam hier landen. So. Und dann fliegen wir ganz normal an. Über Sierra Kilo Papa, ich mache gleich noch die letzten 1000 Fuß, hier gehe ich in den Sinkflug. Wir hätten einen Tucken schneller, höher bleiben können, aber dadurch, dass ich Mittagessen war, habe ich das auch nicht gemacht. So, hier sehen Sie auch nochmal die Anflugstrecke, sieht man gleich noch ein bisschen besser. Wir selecten schon mal auf 4000 und gehen hier auf die 100er Schritte, weil wir gleich in 100er sinken müssen. Hier haben wir Sierra Kilo Papa, Sierra Kilo Charlie drin, hier auch. Ach, ich habe ja hier noch Managed, ich muss mal Managed wieder fliegen. Passte so gut, habe ich gar nicht gemerkt. So, dann gehen wir mal direkt hier Sierra Kilo Papa. So, da passt das wieder. Da ist er wieder. Wir können das ruhig. Ich war gestrichelt. Ich habe gar nicht richtig hingeguckt. Ja, das ist die Gefahr, wenn man alleine fliegt. Nicht? Sie müssen, ich habe ein schönes Video mal von der Swiss, wie die im Anflug auf Miami sind. Der Kapitän, glaube ich, echt müde war und einen Fehler nach dem anderen machte, wo die erste Offizierin ständig korrigieren musste. Das kann ich Ihnen mal raussuchen. Und das passiert, wenn man alleine so eine etwas längere Strecke fliegt. So, machen wir mal runter. Und auch die Speed mal ein bisschen runterziehen jetzt auf 230, dass wir das Verfahren nicht so schnell fliegen. Weil nachher die Landung... Kleiner Blick aus dem Fenster. Passt sehr schön, 16 Meilen noch entfernt. Und dann machen wir den Procedure Turn. Wir kommen dann gleich. Wir gehen über die Nachbarinsel sozusagen und dann turnen wir ein auf die Landebahn. Kommen Kurs 150 da rein. Wir sind dann auf der kleineren Insel, landen wir. Ne?
fliegen quasi hier rüber und dann drehen wir hier um und da landen. Da ist der Airport, da sehen Sie den, ja? So, 4000 Fuß passt. Gehen wir runter auf 220, dass wir die Klappen fahren können. So, ich lass mal, dass ich das hier sehen kann, auch den Wind. Passt sehr gut jetzt. Und wir sinken jetzt gleich mal auf 3000. Ne, auf 2 ist die nächste. Ja, 10 Meilen dann. So, wir kommen hier rein, Sie sehen das. Und können auf 3000 mal, auf 2000 jetzt anfangen zu sinken, dann wird das nicht ganz so heftig. Machen wir die Klappen auf 1. Da sehen Sie es, die Slats kommen raus. Ne? Da müsste gleich unsere automatische Kabinendurchsage wieder kommen. So, dann machen wir mal hier oben schon mal die Lights komplett an. Ja, meine Damen und Herren, Urlaubsfeeling. So, unsere Endanflughöhe ist dann 1600 auch nach dem Turn, das ist nicht mehr viel. Wir drehen mal hier die 10 Meilen ein. Durchstarten, straight ahead, 4000 feet inbound, Sierra Kilo, Papa New Approach. So, zuständig hier für uns ist Skiathos Approach. Die haben uns jetzt auch das Verfahren gegeben. Und wir gehen mal in den Approach-Modus und sagen, wir wollen den mal fliegen jetzt. Und geben hier 1600 schon mal rein. Ah ne, das machen wir nicht, weil wir die gerade confirmed haben. Na, andersrum, so. Und gehen runter mit der Speed, das ist wichtig. So. Nehmen wir die Speedbrakes zur Hilfe. Damit ich unter 200 komme. Und 160 runter. So, hier sind wir im Verfahren drin, das sehen Sie, und das passt auch. So, wir sind below 200, Flaps 2. Und Sie sehen, die Speedbrakes sind draußen. Und wir sind im Anflugraum auf Skiathos in Griechenland. So, dann können wir die auch wieder reinnehmen und wieder armen. Heute habe ich die Zeit dafür, nicht wie ein Paro, weil dieser Sichtwechsel, den mache ich zum Schluss nicht mehr. Und wenn das mal gar nicht klappt, fahre ich die hier mit der Hand aus. Das geht ja auch, wir sind ja nicht gelähmt. So. Voilà. Passt alles gut. Im Turn sinken wir dann. Wir sind sehr schön unterwegs von der Speed, also alles überhaupt kein Problem, völlig tiefenentspannt. Und Sie sehen das, wir sind auf der Route und Approach Checklist ist completed. Wie gesagt, meine, ne? Ich bin hier nicht im Verfahren unterwegs, das ist mein Verfahren für Single Pilot im Simulator, wo ich ständig die Sichten wechseln muss, da habe ich mir wirklich die wichtigen Sachen gemerkt oder die wichtigen Sachen aufgeschrieben in eine Checkliste. Die MS Teams Flieger nachher mit mir, die das mal machen werden. Wir werden eine Gruppe bilden, eine interne Gruppe, Regeln gebe ich noch bekannt. Die bekommen die dann noch von mir. Eine Checkliste, und zwar eine, die auch approved ist für den Airbus. So. Und after turning to inbound track soll ich den Tower rufen. Das mache ich dann auch. Wir gucken mal raus. Da sehen Sie da hinten die Insel hinter uns liegen.
Und Sie sehen, jetzt haben auch die Speedbikes wieder drin, ne? Die Klappen draußen und fliegen sehr gemütlich entlang. Aber ich fliege solche, ich bin hier lange nicht gewesen mit dem Simulator. In Live war ich da, 20 Jahre ist das jetzt her, mit einer King Air mal. Ist auch was anderes als mit dem Airbus. So, jetzt preselecten wir mal die 1600. Und sinken. Und gehen noch mit der Speed runter. Und fahren auch die Räder aus. So, going to the final turn. Altitude passt dann. Klappen 3. 100 abandoned. So, so, wir sind am Minimum auch, ne? Das ist alles gut. Den Final Descent machen wir dann zum Schluss. Wir sind ja im Approach-Modus drin. Mal sehen, ob er das macht. Habe ich auch noch nie gemacht. Er müsste gleich einlaufen hier. Minimum. Tut er auch, das sehen Sie. Wir sind drauf auf dem Track, wo wir sollen. Was noch fehlt, ist die Höhe. Ist ein Non-Precision Approach, deswegen alles in grün. So, in den Short Final, in den Final rein und dann wird die Runway auch in Sight kommen. Die Runway ist noch 7 Point. Minimum. Jetzt, ja, Minimum ist klar. Minimum. Minimum. Und wir gehen ins Finale. Schräg auf die Piste, das sehen Sie hier. So. Und hier ist unser Point of Descent, der letzte. Final Descent Point, Final Approach Track. So, wir sind hier genau auf Track, das passt. Und wenn der einläuft und sinkt, dann übernehme ich. Landing Checklist is completed, except die Flaps. Ein gemütlicher Anflug, der Wind jetzt leider von hinten. Ja, mal gucken, ob das ein Go-Around gibt. Da müssen wir nochmal machen. Aber er hat mir gemeldet, ich gucke nochmal. Bodenwind. 0105 Knoten. Mal gespannt, ob das mit dem Microsoft übereinstimmt hier. Minimum. Könnte durchaus sein, dass das. So, und dann Full Flaps. Dann machen wir die Speed Managed im letzten Moment, das ist mir dann lieber. Und er geht in den Descent, Sie sehen das. Minimum. Und ich schalte den Autopilot ab. So. Und fliege jetzt per Hand. Und zwar fliege ich jetzt das Finale selber. Auf die Bahn jetzt. Cabin is ready, das sehen Sie. 1000. So, ich bin bewusst weggegangen, ich mache ein Visual Final. Speed 132. Landegewicht habe ich gar nicht geguckt, 57. So, der Wind dreht oder geht auf Null, das sehen Sie. Schön sanft reagieren mit dem Flieger. Oh, wir sind zu hoch, wir sind zu hoch, wir sind zu hoch. Ein bisschen geschnackt und schon passt das nicht mehr. So hoch ist nicht gut. Dann müssen wir schön runtergehen jetzt. Ah, wir kommen wieder rein.
mal, die Piste ist ja echt kurz. So, ich nehme mal die Füße in die Seiten oder ein, falls ich sie brauche, und zum Bremsen. 500. Dann als Gas bei 400. Immer noch ein bisschen zu hoch. So, jetzt kommen wir gut rein. So, ein bisschen die Senkrechte wegnehmen. Gas raus. 100. 50. 40. Too low. 30. Terrain. 20. Retard. Und Umkehrschub. Und bremsen natürlich. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Skiathos. Ja, die Landung war nach Vorschrift. Wir haben jetzt nicht viel Bahn gebraucht, aber ich habe wohl jetzt ein bisschen mit gebremst. So, einmal die jetzt ausfahren. Ja, herzlich willkommen hier. Also meist bleibt man hier nicht lange und fliegt wieder weg. Wir werden trotzdem tanken. Ladies and gentlemen, the cabin crew will shortly be leaving their seats to perform safety-related duties. However, we ask that you remain seated until the fasten seatbelt sign has been switched off. Portable electronic devices for messaging, calls, or internet access may now be used. Please make sure you take all your personal belongings with you, checking in the seat pocket, underneath the seat, and in the overhead locker. Do take care opening the overhead lockers as items may have moved during flight. Smoking is not permitted until you reach a designated smoking area. On behalf of the captain and the crew, it has been our pleasure looking after you today. Our ground crew will help you complete your journey. So, soll man sie auch ausschwätzen lassen? Ich drehe den Flieger mal ein bisschen. Das hier super eng, das ist auch eine Realität. So, lasse ich ihn mal stehen. So, müsste mir das mal angucken, wie man hier richtig parkt. Aber wir hätten hier nochmal einen Einweiser gekriegt. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen nochmal. Ich schalte mal jetzt so die Lights auch auf. So, und jetzt werden wir das Flugzeug nochmal eben, wie es vorschriftsmäßig ist, stilllegen. Und dazu brauchen wir aber, das wissen Sie schon, Ground Power. So, GPU anschließen. Ich wollte Ihnen nochmal kurz die Karte zeigen, hier vom Taxi, dann sehen Sie auch ungefähr, wo wir stehen. Ah ja, wir stehen da auf dem Vorfeld, sehen Sie. Ja, ja, das ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob der Flugplatz vom Layout so bei Microsoft so 100% stimmt, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber es ist sonst vom Anflug her, so wie ich mich erinnere, ist das so hier. Und es ist ja die berühmte Strecke, die da so über den Strand geht. So, dann haben wir Ground Power, das schaltet noch ein. Und dann können wir das Flugzeug stilllegen. Das heißt, wir können mal nochmal die Brakefans anmachen. Ich habe jetzt ziemlich heftig gebremst. Aber er hat jetzt noch von der Temperatur, das ist ja auch mal immer wieder eine Frage gewesen, ist das noch kommod, ne? Weil ich einmal nur richtig gebremst habe, auch in den Umkehrschub voll reingegangen bin und habe am Anfang wirklich low stehen lassen, dann den Umkehrschub ausgelöst, dann erst gebremst, das schon, die Bremsen dann schon. Wir hatten eine trockene Bahn, wir haben 16 Grad. Das ist jetzt alles nicht so dramatisch gewesen. Dann kann man jetzt auch abstellen. Die Leit schon mal runterdrehen, die brauche ich nicht mehr. Ja, Sie sehen, die Kabine läuft runter, die Triebwerke laufen runter. Er bietet mir jetzt wieder an, das macht der Phoenix schön beim Reboarding. Das nehme ich auch gerne an und werde jetzt dem Ground Service sagen, machen wir die Stairs und die Door
und Left auf. Ja. Und hier machen wir das Beacon aus, jetzt, wo die Triebwerke heruntergefahren sind. Und dann auch die Anschlagzeichen aus. So. Und dann können die Damen und Herren, das ist auch das Zeichen dafür, dann das Flugzeug gleich verlassen. Das werden wir uns nochmal kurz angucken, wie immer. So, ich habe das alles ausgemacht. Und jetzt werden Sie auch gleich in der Weight and Balance sehen, wie das Flugzeug deboardet wird. Das sehen Sie hier oben rechts. Und auch die Fracht dann ausgeladen wird. So, was wir nochmal machen, sind natürlich auch die Cargo Sheets auf hier. So, dass das auch alles ordentlich ist. Und dann sehen Sie hier nochmal das. Ups, das bin ja ich. Den wollte ich Ihnen eigentlich nicht zeigen. Das ist, wenn man nebenbei auch noch die Studiosoftware, hier sehen Sie die Doors, die alle open sind. Und hier sehen Sie es auch, ja. So, jetzt fehlen ein bisschen die Autos, die kommen. Den Ground Service habe ich ja nicht so perfekt. Soll auch ein bisschen Probleme mit dem GSX geben, hier, was die ganze Geschichte angeht. So, und die Bremsenkühlung lassen wir mal im Moment laufen. Da kümmere ich mich nachher noch drum. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich blende mich noch mal kurz ein. Das war so eine Ad-Hoc-Aktion aus einem Training, was ich, wie gesagt, bei Microsoft Teams gegeben habe. Das geht sehr gut, da kann man also auch interagieren, da kann man wirklich als Crew fliegen, das geht. Ich werde Ihnen da aber noch mehr zu berichten in meinem Livestream am Donnerstag, den 14. ist das, glaube ich, gucke gerade auf den Kalender. Jetzt muss ich leider wieder in die Bütt, woanders hin, und ich sage herzlichen Dank und verabschiede Sie noch mit ein paar Bildern aus Kiatos. Ihr Thomas Fengler, bye bye.